Neue Folge Ace Combat 7. Wir springen ins Mission Briefing von Mission 12. However, the western part of the continent and the area around the space elevator still remain under erosion control. As you all know, this is because they have those damn arsenal birds controlling the skies around the lighthouse. So, we're going to use Stonehenge for a long-range attack against the arsenal bird. In addition to helping to destroy the asteroid, Stonehenge was also utilized by the erosion forces as a weapon in the Continental War. However, the majority of the artillery is out of action after an air raid by the Independent State Allied Forces. When that happened, the main base was being repaired from the damage caused by the asteroid, so it managed to escape the bombardment. The Ocean Army continued the repairs in secret and managed to reactivate its base systems. Once preparations are complete, it will be able to fire again. However, the officer in charge has yet to confirm whether it can be fired more than once. In other words, it is looking like we may have only one chance to be able to bring down one of those invulnerable arsenal birds. We're going all in on this one plan. The Erusian forces have detected our movements and are marching on Stonehenge. The arsenal bird is closing in, but if our operation goes as planned, we should be able to shoot it down before it reaches the operation area. We've set up strong points we call Menhirs around Stonehenge. Provide them with air support, while keeping air superiority. Our mission is to protect Stonehenge until it can shoot down that monster bird. If we can shoot down even just one arsenal bird, it will significantly reduce the scale of the enemy's air defense network. Stonehenge is our only way of bringing down an arsenal bird. Missing is a luxury we cannot afford. Okay, spannend. Da macht das Spiel einige coole Themen auf. Ich bin jetzt mal direkt ins Mission Briefing eingestiegen, weil ich die letzten Male von euch darauf hingewiesen wurde, ich immer so viel laber am Anfang. Das lasse ich jetzt mal. Deswegen, hier, coole Idee. Im Nebensatz erwähnt, dass offensichtlich unser Planet hier, unser fiktionaler, erdähnlicher Planet, von einem Asteroiden bedroht wurde und die Menschheit wohl irgendwelche riesigen, weiß nicht, ob das Schienenkanonen, also Railguns oder irgendwie Laserkanonen oder so sind, aber auf jeden Fall wurde diese Anlage hier gebaut, namens Stonehenge, mit irgendwie 8 solchen Kanonen und die dazu genutzt wurden, den Asteroiden abzuschießen vor einigen Jahren. Und jetzt konnten wir, die liegen aber hinter feindlichen Linien jetzt hier in diesem aktuellen Krieg, im erosianischen Gebiet. Und wir konnten aber uns da reinschleichen und mit einer kleinen Truppe und eine dieser Kanonen wieder in Betrieb nehmen. Und jetzt versuchen wir damit einen von diesen Flugzeugträger-Flugzeugen, Arsenal Birds, abzuschießen, damit wir wieder endlich mit unserer kompletten Streitkraft eindringen können ins gegnerische Gebiet. Das ist eine coole Idee, gefällt mir. Das ist mal wieder so richtig schöne Militärspiel- oder Filmstory. Ich finde sowas immer cool, also haben sie sich schön überlegt. Wir könnten jetzt weiter hier in die Richtung gehen und Sachen freischalten, aber die Frage ist halt, was habe ich davon? Denn ich habe ja noch lange nicht die Punkte, um da irgendwas... um da auch nur so richtig hinzukommen. Ich kann jetzt hier ein paar Sachen freischalten, weil irgendwann muss ich es eh machen, um zur F-35 zu kommen. Und dann habe ich ein bisschen mehr Auswahl, was ich reinpacken will in meine Slots, sozusagen. Außerdem habe ich dann einen besseren Überblick, was ich alles brauche. Spezialbomben, was ist das? Jetrobus-Type wieder her, bis zu einer bestimmten Menge erlittenen Schadens. Das ist natürlich ganz praktisch. Damage Recovery finde ich eigentlich ganz geil. So, und dann ist es nämlich nur noch ein kurzer... Der Gegenstand ist noch nicht freigeschaltet. Achso, ich muss beide nehmen. Ah. Seht ihr, das wusste ich nicht. Aber es nervt natürlich. Dann muss ich auch noch die Bomben nehmen. Ich brauche eigentlich ehrlich gesagt wenig Bomben in diesem Spiel. Weil eigentlich fast alles mit zielsuchenden Raketen geht. So, die insgesamt die Manövrierbarkeit können wir verbessern. Alles klar, machen wir. So, und jetzt ist das nächste Ding, ist die F-35. Ich brauche allerdings doppelt so viele Punkte, wie ich jetzt habe. Das heißt, das geht frühestens in so 2 Missionen. Aber da haben wir auf jeden Fall was, worauf wir uns freuen können, dass wir vielleicht ab Mission
F-15 dann mit dem neuen Flugzeug fliegen. Aber jetzt bleiben wir in der F-18. Können die eigentlich noch ein bisschen pimpen? Pimpi, pimpi. Long-Range Air-to-Ship. Long-Range Air-to-Air-Missile. Das sieht doch gut aus. Und dann gucken wir nochmal rein. Wir haben jetzt ein bisschen was Neues hier. Die Wendigkeit erhöhe, die Luft-Boden-Fähigkeiten kann ich eigentlich so ein bisschen rausnehmen. Also alles, was erhöht die Feuerkraft von Standardraketen. Ladelimit finde ich auch gut. Nachladezeit ist auch nicht unwichtig. Und Zieleigenschaften ist auch nicht schlecht. Das mit der Enteisung, das können wir eigentlich rausnehmen, oder? So viel Wolken werde ich jetzt nicht haben, wo ich durchfliege. Kann ich mir vorstellen. Und dann nehme ich jetzt dieses Jet-Robustheitsding mit. Das finde ich eigentlich auch ganz cool, dass ich mich wieder heilen kann, sozusagen. Mich wieder reparieren kann. Bis zu einem gewissen Punkt. Auf geht's. Auf in die Lüfte. Ah, ich bin gespannt, wie das läuft. Die Mission klingt erstmal auf dem Papier sehr, sehr cool. Also in einem Roman oder in einem Film fände ich die Story sozusagen total spannend. Als Militär-Kriegsgeschichtsstory. Ich finde, das muss man immer getrennt sehen von Geschichten, die nichts mit so Militär-Stories zu tun haben, weil da kann es ja schon spannend sein, gehen sie da hinten über diesen Hügel und nehmen sie die Stellung ein. Daraus kann sich ja schon eine ganz spannende halbe Stunde in einem Film ergeben. Ist halt die Frage, wie sie das hier ausgearbeitet haben. Ach, da hinten ist das gute Stück. Die Stonehenge-Kanone. Sieht eher aus wie eine normale Kanone, oder? Nicht so sehr wie irgendeine... Also eine Railgun würde anders aussehen, eine Laserkanone auch. Also irgendwie... Sieht das eher aus wie eine normale ballistische Kanone. Okay, time. Major Deanna McConey. I'm Warrant Officer Lehman, a specialist. We're now commencing the operation. Ich bin ein Spezialist. Gut für dich. It's gonna be a long fight. Don't waste any ammo. Oh, da kommen sie. Mit Bodentruppen. So that's Stonehenge, huh? It's bigger than I imagined. Uglier too. Was hast du denn gedacht, wie groß oder klein das sein soll? Hoffst du? So. Ich hol mir jetzt erstmal die ganzen Bodeneinheiten hier. In der Hoffnung, dass das was bringt, die hier abzuhalten. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich die von allen Seiten aufhalten muss. Boah, fuck. Fuck! Rakete! Ausweichen! Ja, zu nah am Boden. Oh, ein bisschen was kriegen die Bodenstreitkräfte auch alleine hin. Also wahrscheinlich muss ich sie immer nur so weit unterstützen, dass sie... dass sie dann sozusagen keine Probleme mehr haben. So, dann fliege ich mal da drüben hin und helfe mal den Bodeneinheiten auf der Seite. Wir werden ja hier von allen Seiten angegriffen. Ich gehe mal davon aus, dass die da in der Luft erstmal ganz gut klarkommen. So, hier Luftunterstützung für die Bodentruppen, so muss das sein. Kleine Kurve und direkt den nächsten Angriff. Ach, da hinten kommen auch noch welche, ey. Die kommen echt von allen Seiten. Aber gut, wir sind ja auch tief im Feindesland. Also wir sind ja nicht weit weg vom Weltraumlift. Also relativ weit im Westen von Erugia. Oder von dem Bereich, den sie erobert haben. Während des Krieges. So, jetzt habe ich hier die Seite mal ganz gut unterstützt. Fliege ich jetzt mal darüber.
versuche die Seite auch gleich noch ein bisschen zu schützen. Mal so zwei Anflüge zu machen, damit müsste ich ja hier schon die ersten Tanks ganz gut hinkriegen. Ah, die haben auch Luftabwehr am Start. Da hinten stehen auch noch welche, dann werde ich jetzt mir die mal vornehmen. Da kommt wieder eine Rakete. Was wollt ihr eigentlich von mir? Was wollt ihr eigentlich von mir, ha? Guckt euch doch mal an, was wollt ihr eigentlich? Die scheiß Artillerie hier mal weghauen. Und dann können wir gleich gucken, dass wir da oben die Deppen auch gleich noch mitnehmen. Scheiße. Ja, ist schon klar. Ja, ich bin in den Wolken und sehe nichts mehr. Scheiße. Treffer. Aber der lebt noch! Fuck! Wie viel halten die denn aus, diese scheiß A10? Alter, jetzt möchte ich doch so eine freischalten. Die sind ja der Hammer. Okay. Schön wäre das, wenn das klappt. So, jetzt gehe ich nochmal in den Bodenkampf hier. Ich habe nur noch 80 Raketen, da muss ich natürlich auch ein bisschen aufpassen. So, ein bisschen was erledigt. Den letzten müsst ihr alleine kriegen. Oh, hört auf mit euren Missiles. Was wollt ihr eigentlich von mir? Es läuft doch eigentlich ganz gut noch, oder? Was meint ihr? Da hinten ist die nächste Welle. Man muss hier immer so ein bisschen gucken, dass man in alle Richtungen deckt. Glaube ich, weil sonst ist eine Seite dann irgendwann, hat man da keine Verbündeten mehr. Das Ganze erinnert mich hier ein bisschen an einen MOBA. Es hat ein bisschen was von so einem Dota oder League of Legends gerade, dass man halt so verschiedene Lanes bewachen muss mit seinem Helden. Also in diesem Fall dem Flugzeug. Und da frage ich mich, gäbe es ein Ace Combat MOBA, wäre das cool? Ich könnte es mir nämlich fast vorstellen, dass das geil wäre. Also das kann, glaube ich, funktionieren. Stell dich das mal vor, hier so eine Karte wie die hier. Und es gibt zwei Seiten. Es gibt hier einmal diese Anlage und dann noch eine andere. Auf der anderen hier ein paar Kilometer in eine andere Richtung. Und dann gibt es verschiedene Lanes, die mit solchen Creeps hier sozusagen geladen sind. Und man muss seine Anlage verteidigen und gleichzeitig die gegnerische angreifen. Weiß nicht, das fände ich eigentlich ganz spannend. Ich weiß nicht, warum es das noch nicht gibt. Ist noch keiner drauf gekommen, seht ihr mal. Was ich für geile Ideen habe. Darf gerne irgendjemand kaufen, die Idee. Da hinten ist eine A10, das ist natürlich scheiße. Wenn die zu nah rankommt, dann kann die Stonehenge aber mal richtig schaden. Okay, der ist schon relativ nah. It's like goddamn Whack-a-Mole. Wow, knappe Kiste. Na, wo ist er? Just die already. Oh Mann, hier ist richtig was los. Guckt euch das mal an. Scheiße. Hier ist richtig was los. Scheiße, hier die Ecke ist am weitest runtergebombt auf jeden Fall. Ich werde jetzt nochmal die hier unterstützen. Ah, wie nicht mal jeder Treffer auch ein Fahrzeug ausschaltet. Das sind halt keine Anti-Fahrzeugwaffen, sondern halt so einfach normale Multipurpose-Raketen. So. Wo sind denn jetzt hier noch... Da oben sind noch Bomber, oder? Ist das... Nee, ist kein Bomber, das ist ein normales Flugzeug. Aber auch das will natürlich abgeschossen werden. Fox 2. Engaged. Okay, läuft. Mehr haben die nicht? Mehr haben die nicht anzubieten? Deppen. Okay. Count, hör doch mal zu. What did you say? Ich habe nicht zugehört.
Er konnte es einfach nicht glauben. Okay. Hier unten ist relativ die Kacke am Dampfen, weil da die Verteidiger nicht mehr so richtig intakt sind. Da muss ich helfen. Und dann fliegen wir darüber. Da ist zwar noch eine relativ große Präsenz von unseren Leuten, aber die werden gerade ordentlich aufgerieben. Da müssen wir helfen. Und wir helfen gern. Wir von den Luftstreitkräften. Selbst wenn man uns als Verbrecher beschimpft, monatelang, helfen wir dennoch gerne. Weil wir nämlich Helden sind. Echte Helden scheren sich nicht um ihren Ruf, sondern nur um das Leben von Leuten. 80%. Nein, 100%. Komm, 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 komm. Komm. Hahaha. Raketenalarm. Oh, fuck. Haha, ich flieg auf dem Kopf besser als ihr gerade hier Deppen. Ja, aber die Bomber kriege ich. Ja, ich bin ja schon dabei. Was? Ich mach doch schon. Was willst du von mir? Ich gebe doch schon mein Bestes. Okay, ich habe jetzt leider keine Spezialraketen mehr. Das ist schlecht. Das ist sogar sehr, sehr scheiße. Fuck! Das war nicht gut, das war gar nicht gut. Oh. Schnelle Wende. Okay, jetzt bin ich wieder hinter ihm. Fuck, 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 fuck. Er ist zu schnell. Er ist fucking nochmal zu schnell. Zu weit weg. Hab ihn. Okay, nächster. Wer ist der Nächste? Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Da hinten sind noch ein paar. Da ist doch zum Beispiel noch einer. Ja gut, den habe ich natürlich jetzt nicht gekriegt. Mit dem Maschinengewehr. Ja, ich bin doch schon dabei. Den habe ich. Das wollen wir natürlich nicht, dass das Battle endet. Damit kommen die klar da hinten. Okay. Das sind die Helis da hinten, oder? Bin ich richtig? Ich bin... Bin ich auf dem Weg? Bin ich auf dem richtigen Weg? Oder sind das Flugzeuge? Fuck, ich habe auch nur noch 37 Raketen. Das ist alles nicht gut. Komm, komm, komm. Was sind das jetzt hier? Landetruppen oder was? Wollen die, das sind doch Transporthubschrauber. Wollen die jetzt hier echt landen? Mit Bodeneinheiten? Scheiße. Komm, komm, komm. Ja. This isn't good? It isn't? Aber, fuck. Wo denn? Wo sind denn hier? I have no idea what you're talking about. Ich weiß nicht, was für Raketen ich aufhalten soll, wenn ich niemanden sehe, der Raketen abfeuert. Ich gehe jetzt hier auf die Hubschrauber. Scheiße, daneben. Ach, Mann. Die sind halt zu langsam. Das ist halt das Problem. Ich bin halt zu schnell für die Gegner sozusagen. So. Passt. Cyclops hat's geschafft. Super. Unser Kollege. Das sieht doch ganz gut aus. Momentan sehe ich nur noch da hinten einen kampffähigen Gegner. Mit dem sollten doch aber unsere Bodenstreitkräfte eigentlich auch mal klarkommen, oder? Irgendwie blinkt der da gefühlt schon seit 3 Minuten vor sich hin. So. Good going. So, wo ist jetzt der nächste Alarm?
Bisher nichts weiter im Anflug. Ich mache mal einen tiefen Überflug über Stonehenge. Wahrscheinlich knall ich da jetzt rein. Sieht doch ganz gut aus. Still in preparation. Boom. Da war noch Heli. Ja, aber haben wir denn keine Bodenstreitkräfte da gehabt, die das, die einen Hubschrauber hätten aufhalten können? Ich dachte eigentlich schon. Das wäre die minimale Vorbereitung, die ich erwartet hätte. Dass wir da mal 30 Mann stehen haben, die mit ein paar Maschinengewehren ausgestattet sind und sowas aufhalten können. Jetzt kommt bestimmt gleich das Ace, oder? Oh, ne. Das ist Arsenal Bird, natürlich. Natürlich kommt der jetzt an. Natürlich. Damit war nicht zu rechnen. So, jetzt muss ich mit 26 Raketen gegen 100 Drohnen kämpfen. Das wird ein Spaß. Können wir bitte feuern? Ja, ist nicht... Oh, ist das scheiße, Leute. Ist das scheiße. Die sind so krass, Mann. So, ich muss mir jetzt mal einen hier schnappen und den alle machen. Oh, das sind so viele. Man weiß überhaupt nicht, wo man anfangen soll. Fuck, Mann. Ja, ich hab einen. Very good, very good. Aber ich kann die ja nicht alle abfangen. Also, ich meine, das ist ja jetzt illusorisch. Ich kann ein, zwei davon kriegen. Mit etwas Glück. Ja, auch mehr. Aber ist jetzt nicht so, als wäre es einfach. Ja. Fuck. Fuck. Wo ist der fette Vogel? Da hinten. Ich bin genau zwischen der Kanone und dem Ding. Scheiße. Was? Warum? Seid ihr bescheuert? Macht euren Job! Wir lenken dir hier ab von euch. Macht euren fucking Job. Ja, na, schießt halt einfach. Es ist nicht impossible. Schießt einfach mit euren fucking Augen. Ich will dieses Ding vom Himmel geholt sehen. Oh, ich habe noch 17 Raketen. Wie soll ich das alles machen? Fuck, Mann. Verbleibende Zeit, ja, fuck you all, ey, ganz ehrlich. Ja, komm mit, Cyclops. Stop talking, more shooting. Alter, was halten denn diese scheiß Rotoren aus? Oh, fuck! Ich bin zu schnell! Kann mal die Zielerfassung bitte so einen scheiß Propeller aufschalten, ey? Oh, was ist denn hier los, Alter? Was geht denn hier raketentechnisch? Schild mal, Leute, Schild! Oh, fuck! Damn it.
Ich hab keine Ahnung, wie man das machen soll! Hier sind so viele Raketen! Fuck! Fuck! Die schießen gerade 4 Raketen gleichzeitig auf mich! Fuck! Das Ding fliegt doch nicht mehr! Der fliegt doch auf Kasten! Das hat doch keine Propeller mehr, das Teil! No! Fuck! Nein! Oh nein! Oh nein! Komm schon! Ich hab ihn doch schon gerade gehabt, ey! Was für eine dumme Scheiße! Oh, wie gemein ist das denn? Ich hatte ihn doch schon! Oh. Ja klar, muss ich jetzt wieder hier die ganze... Okay, ich hab wieder... Ja, aber muss ich überhaupt die UAVs abschießen? Nee, ich darf direkt jetzt hier einsteigen, oder was? Ja, ich darf direkt bei den Propellern einsteigen. Und jetzt wieder mit richtig vollen Raketen, so muss das sein. Ja, aber keine Ahnung, ich check ehrlich gesagt nicht so richtig, was ich jetzt gerade falsch gemacht habe. Also ich hätte ein bisschen weiter wegfliegen müssen von dem Arsenal Bird, weil der ja irgendwie Action gemacht hat. Also irgendwie sein Kraftfeld da. Oh Mann! Hallo. Scheiße, ich bin zu schnell. Only a total madman. You just described me accurately. Fuck. Oh, ich bin zu schnell, ich bin zu schnell, ich bin zu schnell. Langsamer, langsamer, langsamer. Au, au, au. Au. Ey, Mann. Wieso trefft ihr mich 1000 Mal? Wie soll man das machen, ohne ständig getroffen werden, zu werden? Oh. Au, Mann. Nein, 99 fucking Prozent. Dieses Flugzeug ist quasi tot. Oh, Mann. Und dieser scheiß Propeller, da reicht ja wohl ein Maschinengewehr. Salfchen, damit die in Realität kaputt werden. Und hier muss ich 4 Raketen auf so ein Ding abfeuern. Haben wir es? Das Ding ist hin. Ich muss weg. Ah, gut, dass mein Flugzeug sich von alleine repariert. Ja, dann schieß doch endlich! Shoot. Komm schon. Komm schon. Oh, schöner Treffer. Mittig durch. Das hätte ich aber auch schon beim ersten Mal geschafft haben können. Danke, liebes Spiel. Dass er in dem Moment sein Kraftfeld aktiviert hat. Ah. Ah, dieser dumme Riesenvogel, ey. Der ging mir so auf den Senkel. Ist das schön. Ja. Die 100 Drohnen sind jetzt auch einfach vom Himmel gefallen. Naja. Also eigentlich mir. Jetzt mal ehrlich. They're the Ocean Big Shots. We can win if we follow them. The Ocean Big Shots? You mean the Ocean Big Shot? Looks like we're on the offensive now. The enemy's defensive range dropped along with that arsenal bird. That just means more pie for us. Are we gonna eat the whole thing? Of course. The grass is always hungry for more. They've got a bottomless appetite. But enough about that. Get some rest now before the counterattack. Mission erfüllt! Ach, schön! So ein scheiß Riesenvogel vom Himmel geholt. So muss das sein. Die Leute sprechen über eine
Ah, wie hoch komme ich? 10 Kilometer? 11 Kilometer? Bei 12 Kilometer ist Schluss. Höher als 12 Kilometer darf ich nicht. Mann, schade. Aber das mit der Autoreparatur vom Flugzeug ist sehr praktisch. Das werde ich jetzt immer dabei haben. Weil eben hat mir das den Arsch gerettet. Da hatte ich schon 99% Schaden und jetzt am Ende ja dann... Gut, das war schon zum Schluss, aber ich hätte mich nur noch einmal mit dem Maschinengewehr irgendwie ein bisschen treffen müssen, dann wäre das vorbei gewesen. The mission succeeded, but at a great cost. This victory marks a strategic turning point. The enemy has only one arsenal bird left, and the defensive grid around the space elevator has been decimated. We can expect a counteroffensive by Ocean forces everywhere. Cool. Also, auf eine Art. 200.000 Punkte, das heißt nochmal so eine Mission und wir haben tatsächlich das Geld zusammen fürs neue Flugzeug. Freue ich mich drauf. Hab allerdings nur einen Rang B bekommen, das tut ein bisschen weh, auf eine Art, aber egal. Ich werde damit klarkommen. Hier gibt es aber zum Beispiel 80.000 Punkte fürs erste Mal Schaffen der Mission. Das ist auch relativ viel. Also selbst wenn ich jetzt die Mission nochmal mache und ein bisschen besser werde, werde ich auch nur 130.000, 140.000 bekommen. Das heißt, das lohnt sich gar nicht so doll. Aber vielleicht mache ich es trotzdem. Die hat nämlich Spaß gemacht, die Mission. Gut, Leute. Bis zur nächsten Folge. Gute Nacht, gute Schlacht. Und dann nur noch, ich würde sagen, eine Mission bis zum neuen Flugzeug, bis zu meiner F-35, auf die ich mich schon so lange freue. Darauf können wir alle warten. Bis dahin, macht's gut, ciao.